Dann gucken wir uns jetzt mal den Prozess der Kernsanierung an. Hier haben wir also das Audi Motorsteuergerät, das wir aus dem Fach da unten ausgebaut haben. Das habe ich jetzt alles schon mal vorbereitet, also damit es nicht so lang dauert. Da sind vier Torx-Schrauben drin, ich glaube Torx 20. Die müssen dann raus. Und dann ist das Ganze noch mit so einer Dichtmasse verklebt. Vermutlich, weil das Steuergerät auch manchmal im Außenbereich eingesetzt wurde. Dort, wo es jetzt verbaut war, bräuchte man eigentlich keine Dichtmasse. Das vom Vorsteuergerät ist ja auch nicht abgedichtet. So. Eine Art Kaugummi hier. Okay. Und generell ist das hier der Stecker, der dann zum Motor geht, zu den ganzen Einspritzdüsen und Sensoren und was da war. Und das hier geht mehr so zu anderen Sachen im Auto, zu Relays und CAN-Bus und so weiter. Jo. Jetzt kommt ein ziemlich destruktiver Prozess, der mir keinen Spaß macht, der aber sein muss. Und zwar werde ich jetzt hier halt hochhebeln und dann mit einem sehr heißen Lötkolben hier diese ganzen Lötpunkte Stück für Stück aufweichen, damit die Audi-Platine hier rauskommt und wir anschließend unsere eigene Platine an den Pins hier anschließen können. Der Stecker hier bleibt natürlich drin, das ist ja Sinn der Sache. So, hier sind wir soweit durch. Noch ein bisschen das Lötzinn von den Pins entfernen. Und jetzt können wir hier anfangen, das zu verdrahten. Ja, das ist das traurige Überbleibsel des Originalsteuergeräts. Also, jetzt haben wir hier schon mal die halbe Miete. Angeschlossen ist jetzt der Vakuumsensor mit seiner 5-Volt-Versorgung. Klingen wir mal ein bisschen hier drunter. Und seinem Ausgangssignal. Und dann haben wir hier den CAN-Bus, das ist das Allerwichtigste. Und hier dieses dicke Kabel, das ist die Ansteuerung für die Vakuumpumpe. Das gucken wir uns unten an, wie ich das ermöglicht habe. Und für die Vakuumpumpe haben wir hier noch einen Leistungstransistor drunter, weil natürlich hier dieser kleine Chip dafür nicht ausreicht. Gut, jetzt gehen wir mal runter und gucken, ob das funktioniert. Also, hier sehen wir unsere Vakuumpumpe. Die ist jetzt natürlich nur so fliegend hier drin, aber sie ist schon am Bremskraftverstärker angeschlossen, so unterdruckmäßig. So, und hier haben wir unseren Motorkabelbau mit den ganzen diversen Sachen. Und wir sehen hier, dass unser Vakuumsensor einen vierpoligen Stecker hat. Und hier haben wir auch einen vierpoligen Stecker. Cool. Stecken wir doch gleich mal rein. Passt. Gut, dann sehen wir, dass unsere Vakuumpumpe einen zweipoligen Stecker hat. Und hier hatten wir ursprünglich zwei zweipolige Stecker. Und da habe ich jetzt einen draus gemacht. Also auf dem hier war ursprünglich sozusagen geschaltetes 12 Volt und eine feste Masse. Also sobald man Schlüssel anmacht, ist da 12 Volt drauf, würde die Vakuumpumpe loslaufen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen habe ich jetzt aus dem anderen Stecker hier dieses blau-gelbe Kabel rausgezogen und hier reingemacht. Und das blau-gelbe Kabel geht nämlich drin auf unsere VCU. So, jetzt stecken wir das mal ein. Und jetzt gucken wir mal drin. Ne, ich mache jetzt mal die Zündung an und lasse die Kamera hier stehen. So, wir hören jetzt hier zwei Sachen. Erstmal die Pumpe eine ganze Zeit lang gepumpt, um hier ein Vakuum herzustellen. Und jetzt haben wir immer noch eine Undichtigkeit, deswegen pumpt sie halt immer wieder nach. Und dann, wenn die Pumpe mal kurz ruhig ist, hören wir noch was. Nämlich hier die Ölpumpe von der Servolenkung. Also die läuft jetzt auch los, dank der VCU. Und die gucken wir uns jetzt mal hier an. Also, ich habe hier leider den Kabelbaum schon ein bisschen zerflettert. Das war unnötig, weil ich dachte, ich müsste das weiße Kabel da nehmen für die Vakuumpumpe. Und dabei war schon eins in dem Kabelbaum, das ich benutzen kann. Ja,
Hier ist das Gerät, kennen wir schon von oben. Und da gibt es jetzt eine schöne Tabelle zu, auf welchem Pin hier welche Signale drauf liegen. Und das ist jetzt halt hier verkabelt. Und wie man hört, funktioniert es. Ja, dann haben wir hier auch schon eine Verbesserung. Hier sind nämlich die Warnlämpchen für das ABS und ESP ausgegangen. Und das liegt halt auch daran, dass unsere VCU jetzt die entsprechenden Signale auf den CAN-Bus legt. Und wir sehen auch hier die simulierte Leerlaufdrehzahl. Vielleicht mal ein bisschen Licht machen. Also das Auto meint jetzt, der Motor würde eben laufen. Und deswegen läuft auch die Servopumpe. Die läuft nämlich nicht, wenn man eine Motordrehzahl von 0 meldet. Unsere VCU haben wir jetzt soweit verkabelt. Es sind jetzt noch ein paar Spezialsignale reingekommen. Und zwar ist es ja so, dass wir das Getriebe vom Audi logischerweise nicht mehr drin haben. Und deswegen müssen wir die Rückfahrlampen, ich glaube so heißen die, natürlich von uns ausschalten, sobald wir per Knopfdruck den Rückwärtsgang auswählen. Und zu diesem Zweck habe ich hier ein P-Kanal-MOSFET drin, das wir eben hier mit einem Ausgang anschalten können, sobald wir im Rückwärtsgang sind. Ja, so gibt es hier noch ein paar mehr Signale. Es wird auch wieder eine Simulation vom Öldruck geben, sobald wir eine gewisse Drehzahl an das KI ausgeben, damit wir da keinen Fehler haben. Wir werden den fehlenden Ölstand- und Temperatursensor nachbilden hier mit einem Kanal, damit wir auch da kein Gepiepse haben. Dann zeige ich jetzt noch mal kurz, wie das im Motorraum alles verkabelt wird. Und es gibt eine Sache, die ich nicht gern mache, und das ist, vorhandene Steckverbinder einfach abzuschneiden. Und deswegen bin ich halt hingegangen und habe mir im Motorraum einfach mal angeguckt, was sind denn da für Kabel, für Stecker, die letzten Endes hier irgendwo auf einem Pin rauskommen. Ja, da habe ich mir so eine kleine Tabelle gemacht. Dann haben wir auch hier irgendwo. Ja, das ist irgendwie gerade verschwunden, egal. Und habe mir dann, die sind von TE, aber ich nenne sie immer VW-Stecker, eben hier diese halbovalen Stecker im Internet bestellt. Jo, das heißt, die Buchse, die baumelt jetzt quasi im Motorraum rum. Also das hier war, glaube ich, mal ein Lambda, eine Lambda-Sonde gewesen. Da kommen zwei verdrillte Kabelpaare raus und ein dickeres. So, und da schließen wir dann zum Beispiel diesen Rückwärtsgang an. Also der Rückwärtsgang geht sozusagen vorne in den Motorraum, wird dann, kommt hier raus, wird an das ehemalige Getriebekabel auch einfach angeschlossen und geht dann wieder aus dem Motorraum zurück zu den Rückfahrlichtern. Genau, das wäre jetzt hier dieser Stecker. So wird das funktionieren und alles, was wir an Steckern nicht brauchen, das wird einfach dann weggebunden. Abschneiden will ich eigentlich nichts. So, hier ist ein ziemliches Chaos ausgebrochen, aber trotzdem, ich mache mal Sachen weg, die nicht hier sein müssen. Gucken wir uns jetzt mal die Unterseite von dem Prius-Wechselrichter an. Also der Wechselrichter ist da oben, den habe ich auch schon modifiziert. Den gucken wir uns gleich noch an. Aber jetzt erstmal die Unterseite. Also hier auf dieser Seite haben wir einen DC-DC-Wandler, das heißt, hier kommt die Hochspannung rein und kommt dann hier als 12 Volt wieder raus. Hier über Trafo und so weiter. Und hier auf der anderen Seite ist sozusagen noch ein dritter Wechselrichter, Dreiphasenwechselrichter, der ist normalerweise für den Klimakompressor gedacht, den wir jetzt aber nicht benutzen und wir wissen auch gar nicht, wie genau man diesen Teil hier überhaupt ansteuert. Und deswegen, wo ein Wechselrichter ist, ist auch ein Gleichrichter, gehen wir hin und haben hier unsere Netzspannung sozusagen. Die geben wir hier rein, die wird dann gleichgerichtet und geht dann hier über diese zwei Kabel wieder zurück in den Wechselrichter und dort können wir es dann hochsetzen auf die Batteriespannung und dann kommt es hier aus den dicken Leitungen raus. Gut, dann überzeugen wir uns mal kurz, dass der DC-DC-Wandler auch läuft. Ich habe jetzt die Hochspannung hier schon angeschaltet
Also hier sind 150 Volt gerade drauf, da sollte ich nicht dran fassen. Und jetzt gibt es hier auf dem dünnen Kabelbaum gibt es ein Enable-Signal. Also wenn das auf 12 Volt geht, dann springt unser DC-DC-Wandler an. Und das probieren wir jetzt mal. Und der springt natürlich nicht an. Vorführeffekt, aber das Problem kenne ich schon. Da müssen wir kurz mal die Hochspannung unterbrechen. Kurz warten, bis sich alles entladen hat und wieder rein damit. Und jetzt haben wir ihn. Jo, also jetzt leuchtet hier unsere Lampe und ich kann nochmal gerade messen. Die 12 Volt liegen an von einem beliebigen Punkt am Gehäuse zu diesem Stecker hier. Und da haben wir jetzt im Moment 12,7 Volt. Dann gucken wir jetzt hier noch von oben in den Wechselrichter rein. Also erstmal hier drin haben wir den Minuspol und den Pluspol vom Zwischenkreis auf diesen zwei Stromschienen, Minus, Plus. Und hier von außen kommt auch Minus und Plus rein. So, der Minuspol, der von außen reinkommt, der geht schon serienmäßig hier auf den Minuspol. Aber der Pluspol, der geht serienmäßig nämlich hier drauf. So, und das ist eben, weil Toyota sozusagen die Batteriespannung nochmal hochsetzen will, wenn die Motoren eine gewisse Drehzahl haben. Das brauchen wir aber nicht. Das wäre sogar ausgesprochen hinderlich, weil der Strom fließt von hier erstmal hier durch diese Spule durch und dann auch da unten über so ein Leistungsmodul. Und gerade die Spule hat eben nur eine Stromtragfähigkeit von 100 Ampere. Und wir werden aber mehr als 100 Ampere haben. Das heißt, da würde die dann schmelzen. Das wollen wir nicht. Gut, und deswegen habe ich den Pluspol, der hier von außen reinkommt. Man sieht das ein bisschen schlecht. Der biegt hier unten ab und geht halt hier, ist auch nochmal der Zwischenkreis Pluspol, direkt dann da dran. So, das heißt, hier haben wir unsere Batteriespannung dann drauf. Jetzt hat das Ganze noch einen netten Nebeneffekt, weil wir wollen ja, wir machen immer eine Vorladung. Das heißt, die Batteriespannung wird erstmal über einen Widerstand in den Wechselrichter hineingegeben, damit dieser Kondensator hier sich aufladen kann. Und während dieser Widerstand da dran ist, wollen wir natürlich nicht anfangen, Leistung über den DC-DC-Wandler zu schieben. Und das wird jetzt halt ganz effektiv verhindert, weil das Leistungsmodul können wir nämlich abschalten. So, und dann haben wir eben die Situation, dass wir erstmal vorladen, dann machen wir die Hochvoltspannung an und in dem Moment können wir dann auch hier das Freigabesignal reingeben für dieses Leistungsmodul da unten und dann wird der Strom wirklich ja sozusagen über die Spule rückwärts, wie ich gerade gezeigt habe, hier drauf gegeben und geht dann hier über dieses Kabel runter zum DC-DC-Wandler. Das heißt, wenn wir jetzt hier mit dem Vorladewiderstand das hier alles schon mal vorladen, dann lassen wir natürlich den DC-DC-Wandler aus und dadurch raucht uns dann auch unser Vorladewiderstand nicht ab. Gut, im Moment habe ich das relativ simpel gestrickt. Jetzt wird einfach, sobald ich hier die 12 Volt aktiviere, wird das Leistungsmodul durchgeschaltet und der DC-DC-Wandler geht sofort an. Kann ich kurz zeigen. Zack, läuft. Und wieder aus. So, ein Wechselrichter-Update. Ich habe jetzt hier den Connector, Steckverbinder bestückt. Den hier habe ich ausgetauscht gegen so ein Standard-TE-Teil, weil was Toyota da dran macht, da findet man nie das Gegenstück. Jo, dann geht eben hier, gehen die ganzen Signale über so ein 20-adriges Kabel nach draußen. Und hier habe ich noch so ein kleines Spezial gemacht. Hier haben wir nämlich ein Signal, das wird auf Masse gezogen, sobald der Deckel drauf ist. Also der Deckel hat halt hier so einen Steckverbinder und zieht dann das hier eben auf Masse. Da habe ich jetzt gerade die Pinzette drin stecken. Genau, das heißt, sobald man den Deckel abmacht, geht der ganze Wechselrichter aus und
geht auch der Controller vom Wechselrichter aus, weil der dann seine Masse auch hier drüber bezieht. Und dadurch fallen dann auch die Schütze ab. Das heißt, sobald ich den Deckel abmache, ist die Hochspannung weggeschaltet. Ja, ich habe das momentan jetzt einfach mal laufen. Zieht ungefähr 1 Ampere bei 14 Volt. So, jetzt können wir erstmal das Thema VCU und Elektronik abschließen. Also, hier sehen wir noch diverse Steckverbinder, die vom Verbrennungsmotor vorher irgendwas gemacht haben. Und da kommen jetzt Kabel raus. Hier sieht man auch eine Brücke. Ja, und das sind solche Sachen. Hier geht dann zum Beispiel eins hin. Da kommt jetzt von der VCU generiert ein Signal, das den Ölstandsensor simuliert, damit wir drin in der Anzeige Ruhe haben und dann nicht ständig irgendwas steht von Öl. Ja, was haben wir noch? Das ist jetzt alles hier hinten so ein bisschen versteckt. Hier sehen wir einen großen sechspoligen Verbinder. Der wird benutzt. Also hier ist zum Beispiel nochmal ein CAN-Bus drauf. Dann, ja, leider so ein bisschen versteckt da unten. Naja, es geht jedenfalls nochmal. Ah, da kommt er. Nochmal hier auf so einen zweipoligen Steckverbinder. Und das ist unser Rückfahrsignal. Also das können wir jetzt ja nicht mehr traditionell ans Getriebe anschließen, damit die Rückfahrlichter angehen, sondern das müssen wir von unserer VCU, von unserem Fahrzeugcontroller selber steuern. Genau, und das kommt eben hier, dieses graue Kabel kommt von dort, dann geht es hier hin und geht sozusagen an den Stecker, der vorher im Getriebe gesteckt hat. So, dann sehen wir hier, das ist unser Prius Gen 2 Motorcontroller, also hier steckt so ein Open-Inverter-Board eben drin. Das hier rechts, das graue Kabel, die gehen alle zum Wechselrichter. Diese Sachen zu den Stromsensoren und was da halt so drin ist. Und diese Kabel gehen zum Fahrzeug. Also wie schon eben erwähnt, hier ist der CAN-Bus. Und hier kommen dann die Steuersignale für die DC-Schütze raus und so weiter. Das geht dann auch wieder über irgendwelche vorhandenen Kabel hier nach hinten zum Fahrzeug, um dort was zu schalten. Gut, jetzt gucken wir noch mal kurz hinten rein. Das Thema Batterie hatten wir ja mechanisch soweit durch. So, da ist noch ein bisschen Aufräumarbeit natürlich vor mir. Also da unten sitzt ja das BMS, auch das wissen wir schon. Und dann geht eben ein Kabel, natürlich nicht am Sitz vorbei, sondern nachher unten drunter, zum BMS nach hinten und verbindet das BMS mit unserer VCU. Die gucken wir uns jetzt am Ende auch nochmal an. Die sitzt da unten. Da sieht man, habe ich das rote Kabel so provisorisch angeschlossen. Übrigens gut zu wissen, man muss keine Pins nachkaufen, um da irgendwas anzuschließen. Die Pins sind alle schon drin und man kann die Kabel da einfach reinquetschen. Also so ungefähr 10 Kabel oder so werden wir noch in diesem Steckverbinder unterbringen. Da ist noch genug freier Platz, ja, um zum Beispiel zum BMS zu gehen oder nachher an die Taster für die Gangwahl und die LEDs für die Gangwahl und so weiter. Das wird also alles noch da aufgelegt. Gut, also das war es erstmal zum Thema VCU. Also die Baustelle ist jetzt nicht so 100% fertig, es fehlen noch ein paar Signale, aber das ist dann einfach Schema F, so weitermachen wie jetzt angefangen. Das CAN-Mapping, wie schon mal erwähnt, ist dasselbe wie im Touran. Also das heißt, ABS und ESP zeigen schon keine Fehlermeldungen mehr an da drin. Das geht alles und ja. Von daher ist dieses Thema dann abgehakt. Ja, dann danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Thema. Bis später.